Seit über 100 Jahren erschüttert Quantenmechanik die Welt der Physik. Doch erst Anfang 2019 geht der erste kommerzielle Quantencomputer ans Netz. Täglich benutzen wir Erkenntnisse aus der rätselhaften Welt der Quanten. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 30% des Bruttosozialprodukts inzwischen auf Quantenmechanik beruhen. Neueste Entwicklungen fordern unsere Sicherheitssysteme heraus. Da braucht ein klassischer Computer mehrere tausend Jahre, das zu lösen. Ein Quantencomputer kann das in wenigen Sekunden. Ohne Quantenphysik gäbe es keine Lasertechnologie. Kein Chirurg ist in der Lage, so perfekt zu zeichnen, wie es halt der Laser kann. Jetzt stellt sie unsere moderne Kommunikation auf den Kopf. Und da konnte man mit dem Photon dort zeigen, dass die Teleportation tatsächlich geklappt hat. Glücklicherweise haben wir Experten, die sich in der Welt der Quanten auskennen. Matthias Schott, Professor für experimentelle Teilchenphysik, und Lilly. Eine Quantentechnologie, die jeder kennt, ist der Laser. Die Lasertechnologie beruht auf einem Strom von Lichtteilchen, sogenannten Photonen, die Einstein auch als Lichtquanten bezeichnet hat. Natürlich können wir einzelne Photonen nicht sehen, jedoch können wir eine Menge von ihnen durch einen Blitz hörbar machen. Die gebündelte Kraft der Photonen schlägt Teilchen aus dem Metall heraus. Dazu später mehr. Unsere Welt besteht aus dem, was Physiker Materie nennen. Sie setzt sich aus Atomen zusammen. Große Mengen an zusammenhängenden Atomen. Unsere Welt besteht aus dem, was Physiker Materie nennen. Sie setzt sich aus Atomen zusammen. Große Mengen an zusammenhängenden Atomen, wie zum Beispiel ein Glas, erscheinen fest. Fällt es herunter, geht es kaputt. Zwischen den Atomen liegt der subatomare Raum, durch den die Elementarteilchen schwirren. Elektronen, Quarks und die geheimnisvollen Lichtquanten. Und genau diese Lichtquanten sorgen dafür, dass Sie mich gerade im Fernsehen sehen. Lichtquanten oder Photonen sind essentiell für einen Laser. Die komplette Technologie eines Laserpointers befindet sich im Prinzip in diesem kleinen Bauteil hier. Darin befindet sich ein Kristall aus Galliumarsenid. Wenn wir von der Batterie Strom in diesen Kristall leiten, werden sich einige Elektronen der Atome auf ein nächsthöheres Energieniveau heben. Die Galliumarsenid-Atome befinden sich zunächst im Grundzustand. Sobald sie mit Energie angeregt werden, wechseln die Atome auf ein höheres Energieniveau. Jetzt kommt es zur stimulierten Emission. Die Atome geben die Energie wieder ab, und zwar als Lichtteilchen, Photonen. Sobald ein Photon auf ein anderes Atom trifft, gibt auch dieses seine Energie als Photon wieder ab. Spiegel verstärken diesen Effekt und bündeln das Licht. Ein Spiegel ist halb durchlässig. Durch ihn formt sich der Laserstrahl. Dieser Laserstrahl besteht aus identischen Lichtquanten, denn sie haben alle die gleiche Wellenlänge. Pro Sekunde kommen so 10 hoch 15, das sind 1 Million mal 1 Milliarde Lichtportionen aus diesem Laser. Um das besser verdeutlichen zu können, fahren wir das Licht runter. Lilly. Monochromatisches, scharf gebündeltes Licht. Der Laserpointer ist eine Errungenschaft der ersten Quantenrevolution. Und geht nicht nur Katzen auf die Nerven. In der Augenheilkunde kommen Lasergeräte schon seit etwa 35 Jahren zum Einsatz. Über 100.000 Menschen unterziehen sich in Deutschland jährlich einer Laseroperation am Auge. Fabian Höhn zeigt uns die Anwendung. Dieser Laser ist ein ganz besonderer Laser, denn er ist unendlich kompakt, ist viel kompakter als die anderen. Die anderen sind zum Teil raumfüllende Laser und dieser Laser ist gerade mal maximal 1,40 Meter lang und 70 Zentimeter breit. Und das gelingt natürlich nur dadurch,
dass Sie hier ein mobiles Teil haben. Und das ist extrem anspruchsvoll von der Konstruktion her. Ein Laserstrahl ist ja immer gerade. Und hier wird durch viele Spiegel es erreicht, dass der Laser über diesen Arm, der dann diese Mobilität kreiert, ins Auge gelenkt werden kann. Der Laser erzeugt sehr energiereiche Pulse von der Dauer einer Femtosekunde. Das ist der millionste Teil einer Milliardstel Sekunde. Weil die Laserpulse so kurz und fokussiert sind, verletzen sie das umliegende Gewebe nicht. Der Femtosekundenlaser wird etwa bei Operationen des Grauen Stars angewendet. Sein Einsatzgebiet erweitert sich ständig. Sie können Taschen in die Hornhaut reinschneiden, wo Sie Implantate reinlegen in die Hornhaut, auch um wieder Fehlsichtigkeiten zu korrigieren. Sie können Hornhäute jetzt mittlerweile komplett durchtrennen, um dann Hornhäute zu verpflanzen. Also das sind so die wesentlichen Einsatzmöglichkeiten für einen Femtosekundenlaser im Augenblick. Erst die Grundlagenforschung ermöglichte den Bau von Lasern mit Lichtpulsen von solch hoher Intensität. Der Franzose Gérard Mourou und seine frühere Doktorandin Donna Strickland erhielten im Dezember 2018 dafür den Physik-Nobelpreis. Mit der von ihnen entwickelten CPA-Technologie lassen sich Laser bauen, die Gewebe im Nanobereich präzise durchtrennen. Medizinlaser werden immer kleiner und einfacher zu handhaben. Es gibt jetzt schon neue Ideen, Laser in ein OP-Mikroskop zu integrieren. Das macht es natürlich dann noch mal leichter. Dann haben Sie gar keine Kiste mehr. Dann hängt nur noch ein kleiner Kasten irgendwo an Ihrem OP-Mikroskop dran. Und Sie schauen ja eh beim Operieren durch ein Mikroskop durch und können dann dem Laser sagen, er soll jetzt bitte an dieser Stelle das und das schießen. Und das ist ein Riesenvorteil. Also das wird noch mal ein Quantensprung dann sein. Ebenfalls für eine Lasertechnologie erhielt Arthur Ashkin 2018 den Nobelpreis. Er hatte entdeckt, dass Lichtquanten eine gewissermaßen zupackende Kraft besitzen. Am Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg stehen 7 photonische Kraftmikroskope, die aus Ashkins Forschung hervorgegangen sind. Man nennt sie auch optische Pinzetten. Die Motivation hinter der optischen Pinzette lässt sich sehr gut erklären an Obst, das man im Supermarkt kauft. Ja. Obst und Gemüse möchte man, bevor man es kauft, gerne anfassen. Ich möchte gucken, wie ist die Konsistenz? Kann ich eine vernünftige Entscheidung treffen, ob ich das kaufen möchte oder nicht? Ansehen reicht eben nicht. Ich möchte es drehen können, das ist das eine. Und ich möchte auch Kraft darauf ausüben. Und das ist das, was uns die optische Pinzette ermöglicht. Greifen, drehen, Druck ausüben, ohne zu zerstören. Alexander Rohrbach betrachtet Zellproben von allen Seiten, tastet sie ab und erhält so noch präzisere Einblicke in ihre Funktion. Kurz nach der Erfindung des Lasers, Mitte der 1960er Jahre, begann Arthur Ashkin mit dieser neuen Form des Lichts zu experimentieren. Er versuchte, kleine Objekte wie Plastikkügelchen mit Lasern zu beeinflussen. Das Laserlicht fällt durch das Kügelchen und bricht. Deshalb bleibt das Kügelchen an der intensivsten Stelle des Lasers, der Strahlmitte. Aber es bewegt sich weg, in Strahlrichtung. Ashkin fügte eine Mikroskoplinse hinzu. Jetzt läuft das Licht im Kügelchen zusammen und wird absorbiert. Das verändert den Strahlungsdruck. Jetzt bewegt sich das Kügelchen auf die Linse zu. Wahr gewordene Science-Fiction. Viele von uns, gerade die Generation, die in den 70er Jahren groß geworden ist, kennt Raumschiff Enterprise und Star Trek und war bestimmt genauso begeistert von dem Konzept eines Traktorstrahls, mit dem Raumschiffe eingefangen werden können. Und Sie sehen hier einen Strahl, der hat solche Strukturen, dass es ihm prinzipiell ermöglicht, einen sogenannten inversen Strahlungsdruck aufzubauen. Das heißt, dass der Impulsübertrag so gestaltet wird, dass er nicht nach vorne wirkt, sondern nach hinten. Das heißt, die Partikel auf den Betrachter zugezogen werden. Weil eine Laserpinzette Objekte nicht nur halten, sondern auch anziehen kann, bezeichnen Physiker sie auch als optische Falle. Darin kann Alexander Rohrbach ein Objekt so lange halten, bewegen und strecken wie notwendig. Und erhält so ganz neue Erkenntnisse über seinen Aufbau. Manche Bakterien, die haben keine Zellwand, ja, sind insofern gefährlich, weil ich sie nicht mit Antibiotika zerstören kann. Und um diese zu untersuchen und auch deren
molekularen Antriebsmechanismen zu verstehen, haben wir eine Linienfalle gebaut, indem wir einen Punktfokus ganz schnell hin und her bewegt haben und haben dadurch interessante und bisher nicht bekannte molekulare Kettenschaltprozesse untersuchen und aufklären können. Die gebündelte Kraft der Lichtquanten ermöglicht Alexander Rohrbach auch Interaktionen mit einzelnen Zellen. Bei einem Versuch entwickelt sich zwischen dem Physiker und einer Zelle sogar ein Kräftemessen. Mit überraschendem Ergebnis. Die optische Falle wird hier von rechts an die Zelle herangeführt. Die Zelle untersucht dieses Partikel und entscheidet, ich möchte es aufnehmen. Wir haben diese Falle, diese optische Pinzette, sehr, sehr stark gestellt. Und die Zelle möchte das ranziehen. Wir geben aber nicht nach, halten mit der optischen Pinzette dagegen. Eine Art kleiner Wettkampf entsteht. Die Zelle unternimmt mehrere Versuche, das rauszuziehen, scheitert mehrmals, macht es aber jedes Mal besser. Jetzt sieht man es hier, in diesem Moment wird die Zelle doch, zieht es aus der starken optischen Falle raus, hat diese Zelle gelernt, haben diese Prozesse, die an der Peripherie der Zelle stattfinden, selbst organisierende molekulare Prozesse, hat sich daraus ein Lernprozess, ein Verbesserungs-, ein Optimierungsprozess entwickelt. Und das sind genau die Fragen, die wir versuchen, mit mehreren Doktorarbeiten bei uns im Labor zu verstehen. Solche Forschung wäre ohne eine grundlegende Erkenntnis der Quantenphysik nicht möglich. Laserstrahlen bestehen aus Photonen, die einen Strahlungsdruck ausüben. Aber der klassischen Mechanik zufolge, der Physik der Schwerkraft und Teilchen, kann das gar nicht sein. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts sind sich Physiker einig. Licht besteht aus elektromagnetischen Wellen, die sich im leeren Raum ausbreiten. Dann, 1905, betrat Einstein die Bühne und hat unser heutiges Verständnis von Licht vollkommen revolutioniert. Einstein hat verstanden, dass wir einige Phänomene in der Physik nur dann beschreiben können, wenn wir annehmen, dass Licht gequantelt, also in Stückchen, vorkommt. Für diese Lichtquantenhypothese bekam Einstein 1921 seinen Nobelpreis. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch. Ist Licht nun eine elektromagnetische Welle oder ein Teilchen? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Beides ist richtig. Das ist eines der Fundamente der Quantenphysik. Teilchen können sich wie Wellen und Wellen können sich wie Teilchen verhalten. Das haben wir natürlich in sehr vielen Experimenten bewiesen. Und eines der berühmtesten Experimente hier ist das Doppelspaltexperiment. Eine Wand mit zwei eng beieinander liegenden Schlitzen wird mit Elektronen beschossen. Dahinter misst ein Kontrollschirm den Aufprall der Elektronen. Wenn sich Elektronen wie kleine Teilchen verhalten, sollten wir auf dem Kontrollschirm zwei Streifen beobachten können. Von den Elektronen, die durch den oberen Spalt geflogen sind, und von denen aus dem unteren Spalt. Überraschenderweise passiert das aber nicht. Stattdessen zeigen sich auf dem Schirm ganz viele Streifen. Ein Beugungsmuster. Und das ganz egal, ob man Elektronen, Photonen oder andere Quantenteilchen einsetzt. Dieses Phänomen kennen wir von Wellen. Ein Beugungsmuster entsteht, wenn zwei Wellen sich entweder gegenseitig auslöschen oder verstärken. Jetzt könnte man vereinfacht sagen, dass sich Teilchen immer wie Wellen verhalten. Aber wir haben es hier mit Quantenphysik zu tun. Sobald man die Teilchen bei ihrem Flug durch den Spalt misst, bilden sie plötzlich kein Beugungsmuster mehr. Nun, es scheint fast so, als würden die Elektronen wissen, ob sie beobachtet werden. Sobald wir hier eine Messvorrichtung anbringen, die misst, ob ein Elektron durch den linken oder den rechten Spalt gegangen ist, verändert sich das Muster. Wir sehen nicht mehr ein Wellenmuster, wie wir es von Wellen erwarten würden, sondern wir sehen ein Muster, ganz wie von Teilchen. Und das ist eigentlich eines der erstaunlichsten Phänomene der Quantenphysik. Denn selbst wenn wir nur indirekt messen, ändern wir das Ergebnis. Die Formel der Lichtquantenhypothese ist überraschend kurz. Die Quantenmechanik ist schwer zu verstehen, aber sie funktioniert. Die Quantenmechanik hat natürlich schon lange das Reich der theoretischen Physik verlassen. So gibt es Schätzungen, die behaupten, dass bis zu 30% des Bruttosozialprodukts von Ländern wie Deutschland auf Quantenmechanik beruhen. Das ist aber nicht weiter erstaunlich, denn alle unsere digitale Technik basiert auf Quantenphysik. Angefangen von Computerchips, über bildgebende Verfahren in der Medizin, bis hin zu den Laserpointern, wie wir gerade gesehen haben. Und ein Gerät, das viele von uns ganz selbstverständlich benutzen, die Digitalkamera. Das Bild einer Digitalkamera ist ein Mosaik aus Millionen kleiner Pixel. Die Linse öffnet sich und lässt Licht auf den Sensor prallen. Aus dessen Metall werden Elektronen herausgeschlagen. Der photoelektrische Effekt, eine der Grundlagen der Quantenphysik. Das Motiv wird mit einem Binärcode zum fertigen Bild umgerechnet.
Das gilt auch für Bewegtbilder. Neueste Fernseher funktionieren mit sogenannten Quantenpunkten. Das sind kleinste Nanokristalle, in denen aufgrund ihres äußerst kleinen Durchmessers auch Quanteneffekte auftreten. Diese Quanteneffekte sorgen dafür, dass die Nanokristalle außerordentlich interessante optische, magnetische und auch elektronische Eigenschaften besitzen. So können sie zum Beispiel mit Hilfe von Licht zum Leuchten angeregt werden, sehr effizient Strom liefern oder als super kleine Informationsspeicher oder Prozessorelemente dienen. In den neuesten LCD-Fernsehern spielen Leuchtdioden und Quantenpunkte zusammen. Während in herkömmlichen LCDs weißes Hintergrundlicht verwendet wird, verwenden wir in neuen LCDs blaue LEDs, die damit zwei Arten von Quantenpunkten anregen. Solche, die rein grünes oder rein rotes Licht ausstrahlen. Damit können wir sehr genau steuern, welche Farbe am Ende angezeigt wird. Ähnlich beeindruckende Anwendungen erhoffen sich Wissenschaftler schon lange im Bereich der Quanteninformatik. Wie hier in einem Forschungszentrum von IBM an der Ostküste der USA. Der Supercomputer wurde seit Jahrzehnten immer wieder versprochen. Dann, im Januar 2019, endlich ein Durchbruch. IBM präsentiert den ersten kommerziellen Quantencomputer. Der Prototyp steht in einem hermetisch abgeriegelten Raum im Thomas Watson Research Center in Yorktown Heights. Wir sind das erste Kamerateam, das hier Filmaufnahmen macht. Die Entwicklung dieses Prototyps hat Millionen gekostet. In diesem 4 Quadratmeter hohen Glaskasten arbeitet anspruchsvollste Quantentechnik. Um den Computer herum sehen Sie ein Schutzschild aus Metall. Das ist nicht bloß ein Designelement, sondern schirmt vor äußerer Strahlung ab. So können die Mikrowellensignale von Handys den Quantenprozessor und die Qubits nicht stören. Was bis Anfang 2019 noch ein raumfüllendes System war, ist jetzt so weit komprimiert, dass es in einen herkömmlichen Serverraum für Großrechner passt. In einer Laborumgebung gibt es eine riesige Verdünnungskühlanlage und jede Menge unterstützende Infrastrukturen. Aber in diesem System ist es uns gelungen, alles in einem kleinen Gehäuse unterzubringen. Auf den Rechenkünsten von Quantencomputern ruhen die Hoffnungen verschiedener Industriezweige und Forschungsrichtungen. Er soll komplizierteste Berechnungen anstellen und sehr individuelle Vorhersagen treffen können. Für Textverarbeitung oder E-Mails brauchen wir ihn nicht. Aber es gibt schwierige Aufgaben, die man effektiver mit einem Quantenprozessor angehen könnte. Kunden, die sich für Quantencomputer interessieren, kommen aus der Finanzbranche oder der Chemieindustrie, wo man Material verbessern möchte. Oder man nutzt ihn für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Um das Innenleben eines Quantencomputers zu sehen, müssen wir an weiteren verriegelten Türen vorbei. Die Technik wird streng geschützt, wegen Industriespionage. Konkurrenten wie Google und Intel arbeiten ebenfalls an Quantencomputern. Der eigentliche Quantenprozessor sieht aus wie moderne Kunst und funktioniert nur bei extrem tiefen Temperaturen. Wir müssen auf 15 Millikelvin herunterkühlen. Das sind ein paar Größenordnungen kälter als das Weltall. Und dafür brauchen wir Systeme mit Verdünnungskühlungen. In diesen Systemen arbeiten wir mit Helium, genauer gesagt Flüssighelium und Helium-3, einem Heliumisotop. Damit erreichen wir diese extrem niedrigen Temperaturen. Ein einfacher Ventilator, den man in Großrechnern verwendet, würde das niemals schaffen. Prozessoren, wie wir sie derzeit überall verwenden, bestehen aus Milliarden kleiner Schalter, den Transistoren. Ist ein Schalter offen, wird der Elektronenfluss unterbrochen und der Transistor ist im ausgeschalteten Zustand, also null. Wird der Schalter geschlossen, fließen die Elektronen hindurch. Das ist der Zustand 1. Diesen Schalterzustand nennt man ein Bit. Je mehr Transistoren ein Prozessor hat, desto mehr Daten können verarbeitet werden. Doch ist dieser Grundsatz nicht unendlich erweiterbar und
Sehr komplexe Berechnungen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Quantencomputer folgen ganz eigenen Gesetzen, wenn es um Datenverarbeitung geht. Hier gibt es keine Bits mehr, die die Zustände 0 oder 1 darstellen. Was jetzt kommt, ist zunächst höchst verwirrend. Bei einem Quantencomputer arbeiten wir mit Qubits oder Quantenbits. Und diese folgen den Gesetzen der Quantenmechanik, wie zum Beispiel die Superposition. Da kann ein Qubit gleichzeitig 0 oder 1 sein. Aber sobald man eine Messung durchführt, zwingt man es, den Zustand 1 oder 0 anzunehmen. Zur Erklärung der Superposition müssen wir nochmal zurück zum Doppelspaltexperiment. Wir erinnern uns, messen wir Elektronen, erhalten wir zwei Streifen. Unbeobachtet erzeugen sie das Beugungsmuster einer Welle, also viele Streifen. Und das entsteht, weil ein Teilchen gleichzeitig durch den rechten und linken Spalt geflogen ist. Es befindet sich in einem Überlagerungszustand. Die Überlagerung von Zuständen, die sogenannte Superposition, ist eine der faszinierenden Fragen der Quantenphysik und hat schon viele Generationen von Physikern beschäftigt. Unter anderem auch Erwin Schrödinger, der so auf sein berühmtes Gedankenexperiment Schrödingers Katze kam. Stellen wir uns hierzu eine Kiste vor, bei der wir ein radioaktives Atom haben, das nach einer gewissen Zeit zerfallen kann. Wenn es zerfällt, wird dieser Hammer hier ausgelöst, der auf diese Giftviole schlägt und so Gift in der Kiste freisetzt. Und nun setzen wir eine Katze in die Kiste. Keine Sorge, der Katze passiert nichts. Und schließen das Ganze. Was wir mit diesem Gedankenexperiment machen, ist, wir koppeln ein quantenmechanisches System mit unserer Wirklichkeit. Denn den Zerfall des Atoms müssen wir quantenmechanisch beschreiben. Das bedeutet, bevor wir messen, befindet sich das Atom in einem Zustand, der sowohl zerfallen als auch nicht zerfallen bedeutet. Erst wenn wir messen, entscheidet sich das System in eines der beiden Zustände. Durch die Kopplung des Atoms mit dem Hammer und der Giftfiole zum Leben der Katze könnten wir interpretieren, dass auch die Katze in einem Überlagerungszustand zwischen lebendig und tot ist, sofern wir nicht messen. Natürlich widerspricht das vollkommen unserer Intuition, denn entweder ist eine Katze lebendig oder eben tot. Das Gedankenexperiment zeigt uns also, dass es unglaublich schwierig ist, quantenmechanische Systeme in unserer Wirklichkeit richtig zu beschreiben. Bei einem Quantenbit kann man zwischen 0 und 1 nicht mehr genau unterscheiden. Ein Qubit kann viele Zustände gleichzeitig annehmen. So steht ein Rechenraum zur Verfügung, der viel größer ist als bei einem klassischen Bit. Es gibt Probleme in der Physik, die wir mit klassischen Computern nicht lösen können. Also zum Beispiel Moleküle präzise auszurechnen. Das sind sehr komplexe Probleme, die große Computer brauchen, um überhaupt nur Approximationen der Lösung ausrechnen zu können. Und Feynman hat dann darauf hingewiesen, mit der genialen Idee, eigentlich müssten wir Quantencomputer bauen. Der Physiker Richard Feynman ist schon 1982 überzeugt, diese Supermaschinen könnten Berechnungen in Minuten erledigen, für die herkömmliche Computer Monate bräuchten. Beim klassischen Computer haben wir heute ca. 10 Milliarden Transistoren. Jetzt, wenn ich einen Transistor hinzufüge, ändere ich an der Leistungsfähigkeit dieses Prozessors eigentlich nichts. Bei einem Quantencomputer, wenn ich ein Qubit hinzufüge, verdopple ich die Leistungsfähigkeit des Quantencomputers. Der erste kommerzielle Quantencomputer ist mit einer Rechenleistung von 20 Qubit noch ein vergleichsweise leistungsschwaches Modell. Was er kosten wird, ist noch nicht bekannt. Aber der Quantencomputer ist bereits vernetzt. Interessierte können über eine spezielle Plattform schon jetzt auf ihn zugreifen. Dann kommt natürlich auch die Zusammenarbeit mit Universitäten, mit anderen Partnern, Geschäftspartnern, um auch die Anwendung des Quantencomputers weiterzuentwickeln. Das CERN wurde vor kurzem angekündigt. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache, denn am CERN ist erstmal auch eine große Innovationsquelle. Also da ist ja auch Internet entstanden und viele Daten stehen zur Verfügung. Viele große Probleme, mathematische Probleme müssen da gelöst werden, wo ein Quantencomputer hoffentlich auch in Zukunft beitragen kann. Bei Quantencomputern ist noch nicht klar, welche Quantenteilchen sich durchsetzen werden.
Es können zum Beispiel Ionen oder Atome sein. Auf jeden Fall muss die effektive Fehlerrate noch verbessert und die Anzahl der Qubits erhöht werden, damit Quantencomputer leistungsfähiger sind als herkömmliche Rechner. Dann erst kann der Siegeszug beginnen. Man wird eine Berechnung von einem Quantencomputer durchführen lassen, indem man über eine Cloud darauf zugreift. Über eine Benutzeroberfläche, die auf einem Smartphone läuft oder einem PC. Man wird dafür also keinen Quantencomputer besitzen müssen. Quantencomputer werden wahrscheinlich nie in der Größe eines Smartphones oder Laptops gebaut werden. Also kein Quantensmartphone. Obwohl, so ähnlich hat man sich ja in den 50er Jahren auch über Personal Computer geäußert. Von der globalen Anwendung des Internets ganz zu schweigen. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld der Quantenphysik ist die Sicherheit von Daten. Ständig liest und hört jemand mit. Das ist ein Problem. Nicht nur in der Politik. Auch Industrie- und Finanzbranche werden regelmäßig ausspioniert. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Der 9. Bezirk in Wien. Im Dachgeschoss der Akademie der Wissenschaften beschäftigt sich ein Team mit Verschlüsselungsmethoden für die Datenübertragung. Die Experimente des Quantenphysikers Anton Zeilinger haben ihm den Spitznamen Mr. Beam verliehen. Kryptographie bedeutet Geheimschrift. Die gab es auch schon lange vor der Erfindung elektronischer Rechner. Doch im digitalen Zeitalter ist das Verschlüsseln sehr einfach geworden. Wir haben eine mathematische Methode gefunden, die sogenannte Zerlegung von großen Primfaktoren, die für einen klassischen Computer sehr, sehr schwierig ist. Wir haben keinen Algorithmus. Keinen effektiven Algorithmus. Es ist für einen klassischen Computer sehr, sehr schwierig, das zu lösen. Das ist der Standard im Internet, heißt RSA, asymmetrische Verschlüsselung, ist sehr praktikabel und man muss auch immer dazu sagen, sehr, sehr billig. Das RSA-Verfahren rechnet digitale Daten über einen Algorithmus in Primzahlen mit mehreren hundert Stellen um. Das macht sie unkenntlich. Aus wertvollen Informationen wird ein kryptischer Text, der auch von Großcomputern nicht geknackt werden kann. Bis jetzt. Die Quantencomputer haben jetzt aber die Eigenschaft, große Primfaktorenzerlegungen sehr, sehr, sehr effizient machen zu können. Also wir sprechen hier, wenn wir eine E-Mail mit mehreren tausend Bit verschlüsseln, braucht ein klassischer Computer nach dem derzeit publizierten Stand der Wissenschaft mehrere tausend Jahre, das zu lösen. Ein Quantencomputer kann das in wenigen Sekunden lösen. Ein Kryptographieprogramm überträgt einen Buchstaben, wie hier das V, in eine Folge von Nullen und Einsen, den Binärcode, und erzeugt gleichzeitig einen Schlüssel, der die Informationen für den Empfänger lesbar macht. Wenn Hacker diesen Schlüssel finden, können sie auf die Informationen zugreifen. Wenn das gehackt wird, dann fällt das niemanden auf, kann niemanden auffallen, weil man ein Bit unendlich oft kopieren kann. Also es müssen also sehr, sehr trickreiche Systeme implementiert werden, dass solche Hackversuche überhaupt auftauchen. Meistens melden sich dann die Hacker selbst auf entsprechenden Webseiten, was gehackt wurde und was nicht. Vorhang auf für die Quantenkryptographie. Und natürlich greift auch diese Technik wieder auf die rätselhaften Mechanismen der Quantenwelt zurück. Bei der Quantenkryptographie, da erzeugt man verschränkte Photonenpaare, die man zu den zwei Usern schickt, wo jeder User ein Photon eines Paares misst. Und die Ergebnisse sind immer korreliert, darum kann man so eine gemeinsame, zufällige Folge aufbauen. Das klingt komplizierter, als es ist. Korrelation bedeutet, dass Quantenteilchen in einer Wechselbeziehung miteinander stehen. Wie genau, erklärt Matthias Schott am Beispiel des Quantenteilchens Elektron. Elektronen haben eine Eigenschaft, die wir Spin nennen. Entweder drehen sie sich links herum oder rechts herum. Wenn man ein Elektron hat, das sich im Uhrzeigersinn dreht, und ein weiteres, das sich genauso schnell, jedoch gegen den Uhrzeigersinn dreht, haben wir einen positiven Spin und einen negativen Spin. Man kann diese beiden Elektronen nun verschränken, sodass das Gesamtsystem einen Spin von 0 hat. Misst man nun den Spin des einen Elektrons,
kennt man automatisch auch den Spin des anderen Elektrons, da es insgesamt ja null ergeben muss. Eine solche Verschränkung kann ich auch über sehr große Distanzen aufrechterhalten. Nehmen wir an, ich präpariere ein System von zwei Elektronen hier auf der Erde und reise mit einem Elektron sehr weit weg, mehrere Lichtjahre zum Beispiel. Solange ich nicht messe, befinden sich beide Elektronen in einem Überlagerungszustand von Spin oben und Spin unten. Erst die Messung wird festlegen, in welchem Zustand mein Elektron sich befindet. Das wirklich Erstaunliche daran ist nun, dass die Messung des Elektrons hier auf der Erde auch den Zustand des Elektrons viele Lichtjahre weit weg festlegen wird. Diesen Effekt nannte Einstein spukhafte Fernwirkung. In der Quantenphysik entsprechen zwei räumlich auseinanderliegende Objekte nicht zwei getrennten Objekten. Es ist nicht so, dass man das eine Elektron verändert und das andere darauf reagiert. Beide Elektronen können als ein Objekt betrachtet werden. Also wie eine Münze, die auf der einen Seite nur Kopf und auf der anderen Seite Zahl anzeigen kann. Raum ist in der Quantenphysik nur ein Konzept, das vortäuscht, dass die beiden Quantenteilchen getrennt sind. In Wirklichkeit sind sie fest verschränkt. Das gilt für alle Quantenteilchen, egal ob Elektronen oder Photonen. Das ist die sogenannte Monogamie der Verschränkung. Wenn zwei Würfel miteinander verschränkt sind, dann kann man zeigen, dass es gar nicht möglich ist, dass ein dritter damit verschränkt ist. Ich kann keine Kopie haben von diesen zwei. Das hat jetzt folgenden Vorteil. Die beiden Empfänger, die beiden Kunden, die diesen Schlüssel bekommen, die diesen Würfel bekommen, mit dem sie dann den Schlüssel ausrechnen können aus den Zufälligkeiten, wissen, dass das also nur der legitimierte Partner, Kommunikationspartner hat und kein Dritter. Praktischerweise lässt sich Licht in Form von Photonen über Glasfaser transportieren und als Informationsträger nutzen. Zumindest bei Labordistanzen. Diese Photonen gehen aber auch in der Glasfaser verloren und die maximalen Distanzen, die wir da heutzutage andenken, über die das geht, ist so in der Größenordnung von ein paar hundert Kilometer. Ähnlich wie in Wien deutet auch im beschaulichen niederländischen Städtchen Delft auf den ersten Blick so gar nichts darauf hin, dass hier eine Exzellenzschmiede der Quantenphysik beheimatet ist. An der Technischen Universität sucht ein internationales Forscherteam rund um Wolfgang Tittel nach Möglichkeiten, ein Kommunikationsnetzwerk aus Quanten auszubauen und trotzdem stabil zu halten. Quasi ein Quanten-Internet. Um Verschränkung über große Distanzen zu generieren, könnte man entweder versuchen, ein Photon direkt von Punkt A bis zum Punkt B zu schicken. Aber oft ist das zu weit. Die Photonen gehen verloren oder ihre Eigenschaften ändern sich während der Übertragung und die Verschränkung bricht zusammen. Und was ein Quantenrepeater uns jetzt ermöglicht, ist anstelle von einer großen Distanz, nehmen wir viele kleine Stücke, die so klein sind, dass Verschränkung über jedes der einzelnen Stücke noch effizient generiert werden kann. Zunächst speichern die Forscher die Photonen und lesen ihre Information aus. Dafür nutzen sie Photonenfestplatten, die extrem kalt sein müssen. Minus 273 Grad Celsius. Dann sollen die Informationen über lange Distanzen geschickt werden. Man kann verschränkte Photonen benutzen, um Qubit-Zustände, Quantenzustände von anderen Teilchen, anderen Photonen, dann von einer Stelle bis zur anderen zu teleportieren. Das heißt, sie ermöglichen uns dann, wenn die Verschränkung mal aufgebaut ist, im Prinzip die Teleportation über beliebig große Distanzen, ohne dass wir jetzt noch irgendwie Verluste in den Fasern oder im Freiraum in Betracht nehmen müssen. Für die Teleportation von Quanteninformationen verschränkten die Wissenschaftler zunächst zwei Lichtteilchen zu einem gemeinsamen quantenphysikalischen Zustand. Die beiden Teilchen lassen sich anschließend räumlich trennen, ohne den gemeinsamen Zustand zu zerstören. Der Sender überlagert sein Photon mit der Information, die er verschicken möchte. Dadurch ändert sich automatisch auch der Zustand des entfernten Photons. Die Information ist übertragen. Und wieder beschert uns die Quantenphysik eine Anwendung, die wir sonst nur aus der Science Fiction kennen. Die Teleportation. In Österreich mittlerweile Physikeralltag. Dort teleportiert Mr. Beam alias Anton Zeilinger mit seinem Team schon seit 1997.
Der erste Versuch fand in einem Labor in Innsbruck statt. Damals ist es das erste Mal gelungen, diese Quantenteleportation über einen Meter so auf einem optischen Tisch zu zeigen. Das war damals ein sehr, sehr aufwendiges Experiment. Das waren die allerersten Experimente, die in dieser Richtung stattgefunden haben. Die weiteren Experimente sind dann gelungen hier in Wien. Die Teleportation hat stattgefunden von einer Seite der Donau zur anderen Seite der Donau. Das waren 600 Meter. 600 Meter waren damals für uns entscheidend viel, weil wir das erste Mal das Labor verlassen haben. Der Ehrgeiz der Wiener Physiker war geweckt. Wie weit können sie Photonen durch Raum und Zeit schicken? 2007 starteten sie auf den kanarischen Inseln Teneriffa und La Palma einen weiteren Rekordversuch. Das sind zwei Inseln mitten im Atlantik, wo auf beiden Gipfeln viele astronomische Teleskope stehen, weil der Himmel dort ausgezeichnete Qualität hat. Die Milchstraße ist dort so hell, dass man problemlos in der Nacht Zeitung lesen kann. Und diese atmosphärischen Bedingungen haben es eben erlaubt, dass wir die ersten noch größeren Distanzen überbrückt haben mit der Quantenteleportation. Das waren es dann 143 Kilometer. 2012 werden verschränkte Photonen erstmals zu Informationsträgern. Hallo Welt schickte das Team von Teneriffa nach La Palma. Mehr Text ging damals nicht. Wir sprechen damals von einigen Kilobit pro Sekunde, die wir übertragen. Das ist also Modems, die wir alle kennen aus den Anfangstagen des Internets bei uns zu Hause. Das erreichen wir quasi jetzt in Teleportation. In der Quantenkryptographie sind wir tatsächlich schon bei Geschwindigkeiten, die heute im Internet üblich sind, nämlich bei Gigabit pro Sekunde. Jetzt die Frage, die jeder Quantenphysiker schon 1000 Mal beantwortet hat. Können wir bald mit Teleportation die Distanz zwischen New York und Wien zurücklegen? Nein. Schade. Da gibt es ganz lustige Stories, wie viele Daten man bräuchte, wie viele Atome wir überhaupt besitzen, welche Temperaturen wir bräuchten, um diese einzelnen Teilchen zu isolieren. Wir müssten deren Quantenzustand kennen, deren Bewegungsrichtung. Wir müssen wissen, welche. Das sind Terabyte, Petabyte und Petabyte von Daten. Wenn wir das übertragen wollen würden, dann bräuchten wir immer noch länger, als das Universum alt wird, mit den schnellsten Kommunikationstechnologien. In Delft feilt Wolfgang Tittel weiter am Quanteninternet. Er will die Teleportation von den speziellen Laborgerätschaften der Physiker lösen und großflächig auf die öffentliche Infrastruktur übertragen. Bereits 2016 gelang Wolfgang Tittel die Teleportation über mehrere Kilometer Glasfasernetz innerhalb der kanadischen Stadt Calgary. Also was man hier jetzt sieht, ist so eine Quelle von verschränkten Photonenpaaren. Und das ist genau die Quelle, die wir damals auch in Calgary für das Teleportationsexperiment genutzt haben. Ja, und was das Ziel davon ist, zwei Photonen zu generieren, die verschränkt sind, die, wenn man sie misst, zu Korrelationen führt, die man halt klassisch eigentlich nicht mehr erklären kann. In Calgary ist der Versuchsaufbau extremen Bedingungen ausgesetzt. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht beträgt in der kanadischen Stadt 20 Grad Celsius. Sobald es tagsüber wärmer wird, dehnen sich die Glasfasern aus und verzögern die Photonen. Probleme, die ein Quanteninternet ebenfalls beherrschen muss. Das eine Photon, das können wir dann in eine normale Telekommunikationsglasfaser einkoppeln und dann über ein langes Fasernetz, damals von der Universität in Calgary, zum Rathaus schicken, das ungefähr 6 Kilometer Luftlinie entfernt war. Und das andere Photon wird in diese Faser dann eingekoppelt. Und das hat jetzt eine Wellenlänge, die es uns ermöglicht, es später in einem Quantenspeicher zu speichern. An der Universität in Calgary generieren Physiker Paare verschränkter Photonen und schicken eines davon ans Rathaus. Gleichzeitig erzeugen sie im Süden von Calgary ein einzelnes Photon, dessen Information das Photon im Rathaus überlagert. Durch die Messung wird der Zustand des Photons aus dem Süden auf das verbleibende Photon in der Uni teleportiert. Was neu war, dass wir das Ganze jetzt über große Distanzen über Fasern gemacht haben. Und insbesondere, dass die Distanz zwischen den verschiedenen Plätzen, dass die weit voneinander entfernt waren. Der Versuch zeigt, es funktioniert. Es braucht nicht einmal eine eigene Infrastruktur für eine Quantenleitung. Ende 2018 bewilligt die EU 10 Millionen Euro Forschungsgelder
für die Weiterentwicklung des Quanteninternets. Ein Anfang ist gemacht. Man kann und muss Normalerweise verwenden wir diese Laserstation, um Entfernungen zu Satelliten zu messen. Und am Himmel heller als jeder Polarstern, heller als jeder andere Satellit. Wir haben im Gegenzug ihm rote Photonen raufgeschickt, um damit einen sogenannten bidirektionalen Link aufzubauen, dass jeder weiß, wo der andere ist. Und Micius hat dann, sobald der hergestellt war, dieser Link von sich aus dann diese verschränkten Photonen, diese Entangled Photons im nahen infraroten Bereich runtergeschickt. Das Gleiche passierte in China. Die Schlüssel wurden nun im Orbit kombiniert. Daraus generierten Wien und Peking einen gemeinsamen Code. 2017 fand zum ersten Mal eine derart verschlüsselte Videokonferenz zwischen Anton Zeilinger in Wien und seinem ehemaligen Doktoranden Pan Junwei in Peking statt. Zwei Dinge hat es gegeben. Eine Übertragung einer Videokonversation zwischen Peking und Wien, die mit Quanten Methoden verschlüsselt wurde, wodurch sie um etwa 1 Million Mal sicherer gegen Spione, Abhören und so weiter ist, als alles, was derzeit möglich ist. Und gleichzeitig haben wir auch ein Dokument übertragen, das waren diese beiden Bilder von den beiden Wissenschaftlern, chinesischer und österreichischer. Die zweite Quantenrevolution hat begonnen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die rätselhafte Welt der Quanten zum Innovationsmotor für Wissenschaft und Wirtschaft im 21. Jahrhundert wird.